Der Sweetchecker. Hallo, hier ist der Sweetchecker. Ich bin auch gesund, keine Angst. Und ich werde euch heute eine Süßigkeit vorstellen, die ich vorher noch nie gegessen habe. Ohne Schnitt. Also ohne Videoschnitt. So, ich komme da mal dem nach, was hier gewünscht worden ist, noch ein paar Sachen zu testen, die vielleicht Leute auch in einem normalen Supermarkt finden könnten. Und das ist Rittersport. Eine Frühlingsspezialität. Uiuiui. Cooking Cream heißt das Vieh. Und wenn ich mir die Verpackung anschaue, dieser hellblauen, ganz geschmackvollen Verpackung, sehe ich Schokolade. Es handelt sich wahrscheinlich um Rittersport. Mit einer Vanillecreme-Füllung und kleinen dunklen Stückchen. Daneben ist ein Keks abgebildet. So ähnlich wie die hier, nur mit Schokolade, also Schokoladenkekse. Also befinden sich in dieser Schokolade auch Stückchen von Keksen. Und eine Karamellcreme. Nein, eine Vanillecreme, Entschuldigung. So, Rittersport. Wollen wir sie aufmachen? Ja, also ich brauche, glaube ich, nicht zur Größe zu erzählen, zum Gewicht, sonstiges, das ist immer die gleiche Größe, Leute. So, machen wir mal das Ding hier auf, also knickknack, ne, wie immer. Und heraus, oh, das ist abgebröselt. Das war auch mal gut so, weil kann man jetzt mal hier gucken. Ich gehe mal ganz nah ran, du. Da kann man es jetzt ganz genau sehen. Es ist Schokolade. Toll. Cooking Cream, ja, so. Es riecht nach Vollmilchschokolade, das ist schon mal gut. Aber ist von Cooking Cream merke ich noch nichts. Was schmecken wir? Die Vanillecreme hat hier die Oberhand. Die Schokolade kommt ein bisschen zu spät, wie ich finde. Also die Vanillecreme ist sehr, sehr stark im Mund vertreten. Was ich, ihr wisst es, sehr geil finde, sind gewisse Konsistenzen im Mund. Du hast ja hier mit der Schokolade schon mal eine gewisse Härte, dann hast du eine weiche Masse mit der Creme. Und jetzt kommt es noch ein bisschen, so ein bisschen was Bröseliges halt, was ein bisschen nicht knuspert, aber was eine gewisse Reibung entstehen lässt durch diesen Keks, der drin steckt. Okay. Fängt an mit der Schokolade. Wenn man aber das gebissen hat, kommt da die Vanille raus. Und dann vermischt sich das alles, es knuspert so ein bisschen auf den Zähnen und dann geht es weg und dann kommt die Schokolade wieder. Also Schokolade am Anfang und am Ende. Finde ich sehr coole Kombination. Ist wahrscheinlich, weil es eine Frühlingsspezialität ist, auch nur limitiert erhältlich. Was ich nicht gut finde. Aber holt euch einfach so welche, so viel wie ihr könnt. Und wenn ihr sie mögt, natürlich nur. Ist noch haltbar, sehe ich gerade. Sehr gut. Die Diskussion hatten wir ja auch schon mal auf dem Kanal. Toll. Ja, ich finde die auch schon mal ganz klasse. Also Rittersport, Frühlingsgefühle. Nein, das ist nicht. Frühlingsspezialität. Frühlingsgefühle. Okay. Cooking Cream und endlich überall, wo man Rittersport kaufen kann, vermutlich mal. Und es ist limitiert. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann ist wahrscheinlich wieder Schokolade oder was anderes.